So, wieder hier hinten. Oh Mann. Wieder auf Geffhaus? Ja. Oh. Wieder am Arsch der Welt. Ja. Und der Glück haben wir gleich wieder auf die Bombe. Was soll man so, die Runden, die wir gestern hatten, die liefen wirklich gut, du. Ja, vor allen Dingen die Zusammenarbeit. Na, der Elmar verreckt. Und warum? Weil die Absprache in dem Augenblick nicht da war. Nicht. Na, ich hatte ja zum Flo gesagt, ich springe über den Stacheldraht, und da war ich dann gleich. Aber Moment, du hast gesagt, du springst über die Barrikade, und in den Stockwerk gibt es zwei Barrikaden. Ja gut, ich finde, wir sind ja alle durch Skybridge gekommen. Boah, ich dachte, da hinten läuft der noch. Scheiß Zweig. Alles gut. Ja, vielleicht hat er aber dich mit mir verwechselt. Ja, ich meine, gut, auf einer Art hat er es schon richtig gemacht. Wenn er jetzt 10 Mal fragt, wer dort ist, und er dann selber stirbt, also ich hätte es, glaube ich, auch so gemacht. Ja. Ja, ist ja wahr, aber er hat glaube ich gedacht, weil du mit Laser läufst und ich nicht. Oh. Er hat Laser gesehen. Oh. Hat, am Felsen vor der Stadt. Richtung Checkpoint. 10. Gut. Ist aber schwer umgefallen. Ich weiß nicht, ob es ein Scaff war. Aber es gibt immer einen, auf den geschossen wird, und auf einen, den der schießt. Welche Richtung hat der geguckt? Ja, der hockt dort. Also genau auf Felsen. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Ja, bei dir habe ich ihn gesehen. Hab mich jetzt extra nicht bewegt. Der war in der Kuhle, wo du das letzte Mal drin warst und gestorben bist. Nein, in der Kuhle war es nicht. Nicht? Das sah mir aus wie in der Kuhle rechts an den kleinen Felsen. Da ist doch die Kuhle. Nee, das ist der andere Felsen, Micha. Ach so. Moin Flo. Das ist der mit dem. Moin Junge. Moins. So, warte mal, ich geh mal kurz. Du bist doch wieder leise. Ja, ich rede aber ein bisschen leise. Ich geh mal kurz gucken. Ich will von mir 20 Sekunden aufgeschlagen. Ah ja. Hab ich dich hier weg mit der Nacht? Ah ja, hier liegen zwei. Ja. Drei liegen hier. What? Na lol. Level 11, du bist ja schon. Die hatten, weißt du, was die vorhatten? Da brauchte bestimmt noch einer seine scheiß Kills. Ja, der hat so, die morgen. Naja. Das ist aber kein Spieler, der hat kein Dings und keine. Doch, der hat hier, gucke. Red Rebel. Ah, okay. Ach, meinst du, die sind rein wegen Granatenkills? Nee, der hatten wahrscheinlich wieder ihre Scheiß. Na gut, der eine hat vielleicht Granatenpilz, ich weiß es nicht. Ich komm zurück. Ja. Schau, dass du die Radrappel nicht aufheben kannst. Na gut, das sind auf jeden Fall schon mal 3 Spieler weniger. Bis uns gerechnet sind wir 5. Also können wir maximal noch. Ich weiß nicht, wie, ich glaube 12er können ja drauf oder 13. Ich mache über der Straße. Naja, das ist das, was wir damals mit Ake gemacht haben. Ja. Da frage ich mich aber, warum deine Granate mitgenommen hat, keine Ahnung. Um sich selber zu killen. Ja, das stimmt. Der wollte sich selber killen und du hast ihn vorher schon. Ich hätte noch was zum Heilen mitnehmen sollen. Dann passt nichts. Nee, ich hab nichts mitgenommen.
Hab's vergessen. Na gut, ich hab noch Propital. Boah, das sind die teure Munition? Gute. Na eben. Wie heißt die? Das ist doch die 366 AP, ne? Nein, das ist die Lapua irgendwie. Ah, okay, ja, die ist auch gut. Den Gleiter auch, Steffen. Naja. Lass die Munition damit reinräumen. Der wird sich bestimmt gefreut haben. Ach, jo, gut, ich hab meine Granate. Ich konnte die mitnehmen. Vor allem, der schießt da vorne, Alter. Vielleicht haben sie mit dem mit der Retrebel das Bein zerstört. Du brauchst ja zerstörte Extremitäten. Das kann auch sein. Was haben die denn jetzt schon wieder für ein Update gemacht? Angeblich. Es gab doch mal diesen Bug. Du hast nachgeladen und der hat die Waffe nicht in der Hand genommen, sondern es bloß so gehalten. Also mit der Hände. So. Das soll irgendwie gefixt worden sein. Diese Stuck-Animation. Ja. Bist du schon oben, Steffen? Ah ja, ich bin hier auf der Kuppe. Okay. Auf der Kuppe? Nicht auf der Kuppe? Nee, auf der Kuppe. Das ist aber sinnlos, wenn die sich selber töten. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir vielleicht noch 6 oder 7 Spieler haben. Wenn überhaupt. Und die wirst du nie sehen. Ah. Also wird das. Wird wenn das wir wieder da sind. Also wird das wieder. Ja, oben die Kiste ist noch zu. Da steht unten ein Red Bull oder was ist das? Na, wollte ich einfach abwarten. Wie vorhin, wir haben vielleicht 2 Minuten gewartet und dann stand er in der Kiste. Mhm. Ja gut, die Runde, die geht jetzt schon 7 Minuten. Ja, wir sind auch von da hinten gekommen. Das ist also... Geh mal langsam vor. Michael hatte gerade Störgeräusche. Ja. Nein, es ist einfach bloß ein Auto dran vorbeigefahren. Was einfach bloß langsam mit einem sehr krassen Motor. Also du hast das Auto mit der Kiste im Blick? Ja, so ein bisschen, ne? Okay, ich schau mal hoch. Ja. Also wie gesagt, sehen kann ich oben nichts. Bis jetzt. Guck dir mal, ich geh zwischen die Autos. Ja, außer dich sehe ich. Sei eben aus wie eine Ameise, der hochgerennt. Bin Minus. Okay. Von rechts. Ja, ich hab jetzt was einschlagen gehört. Rechts hat er gesagt. Schüsse von rechts und dann bin ich gelegen, du kommst von links. Da muss Punkt gleich kommen. Guck, bis du Stamina kriegst. Hast du Schritte gehört? Nee. Ich hab einen Schuss einschlagen gehört. Ja, ich seh ihn. Ich hab ihn. Ja? Ich seh ihn, ja, da ist er. Ja, komm. Der liegt. Ach. Er lag. 150 Meter. Explosive, weißt du. Warte mal, vielleicht ist er noch ein. Es waren genau 150 Meter. Also ich habe genau auf den Kopf gehalten. War tot. Und die Birne ging gleich nach unten, ne? Naja, dann hast du ja einen Vorteil, dann wissen wir das jetzt. 9x19 AP. Ich habe bloß einen Schuss gehört. Irgendwas plupp. Ja, bei mir ging's. Guck mal, selbst die AK haben die gelootet, die Kunden. Die Nate hat er mitgebracht. Mhm. Okay, kann wieder noch vorschenken? Ja, ja. Ging ja, rüber, runter, Junge. Das ist wieder an der Stelle, wo wir mit den Level 14. Gut, dass ich schon da hoch bin. Na, wolltest du an die Kiste looten oder was? Nee, ich wollte einfach nur gucken und hab eigentlich gerade ins Zelt reingeguckt. Der ist bloß hoch, der nimmt die Autos als Defensive. Ich wollte dazwischen, dass ich ein bisschen eine Deckung hab, wollte ins Zelt reingucken. Mhm. Wenn das sauber gewesen wäre, wäre ich noch ein Stück weiter vorher darüber ins Medilager geguckt. Es ist das erste Mal, dass ich nicht rechts hochgehe. Das erste Mal, dass du nicht auf mich gehört hast und wo ich gesagt habe, bleib noch unten. Ja, was machst du jetzt? Warte ich ein bisschen, vielleicht kommt da ja noch, oder?
Aber der hat rechts irgendwo abgekämpft hinter der Kiste oder so. Ja, ja, da. Der hat dich gehört, halt. Der hat dich gehört, wie du hochgerannt bist. Ne? Der würde ich auch hinter der Kiste warten. Ja, und vor allem auf dem EU-Server hätte ich bestimmt keine Ahnung, wie viel Schuss drauf platzen müssen. Der war beim ersten Schuss schon weg. Und wie insgesamt hast du zweimal geschossen nach dem Klang her? Ne, ich habe zweimal geschossen, ne? Ja, sicherheitshalber, ne? Ja, weil du bist das durch die EU-Server noch gewöhnt. Und dann habe ich das Ding, wie gesagt, auf 150 Meter. Und da habe ich mir gesagt, na, bevor das jetzt schief geht, platze ich lieber noch einen hinterher. In die berühmte kleinen Dreck rein. Der hat aber einen Helm auf, ne? Naja, ist ein Billo-Helm. Nee, ich sag doch, die Dinger bringen nichts. Kack ist nur natürlich nur die, dass du an so einer Scheißstelle liegst. Ja, aber ich hab keine Scheißposition, safe. Ja. Der war aber ziemlich schnell da, also müsste er ziemlich nah gewesen sein da oben. Der wird da gespawnt sein, wo wir gespawnt sein. Der wird das Medic-Lager sein in der Zeit, wie ihr da hingelaufen seid. Aber rechts irgendwo da, hier, wo die Waffenkiste ist und die andere. Ja, der wird vom Medic-Lager gekommen sein. Mit den Matratzen. Mhm. Matratzensprung. Von wo er herkam, das ist ja, ist er verstorben. Wie hieß der Typ? Wo er jetzt war. Blowsif. Okay. So ähnlich. Der sifft beim Blasen oder was? Ja, so auf die Art. Ah. Tja. Ist es ein White Player oder ein Gelber mit Hintername? Gelber Spieler. Das habe ich jetzt nicht geguckt. Das ist nicht aufgepasst. Manchmal ist es schon gut, dass einer vorrennt und einer wartet. Nur wir sind vorhin zusammengerannt. Und es lief gut. Die drei Runden, oder zwei, drei Runden, die wir gemacht haben. Okay, ich mach mal hoch. Was hast du mit dem Rucksack gehabt, Chef? Eine graue. Okay. Passt du dein Zeug rein? Nee. Dann nimmst du den von dem. Der hat einen roten, der hat einen Blut, der hat einen rechts vorne muss er gewesen sein. Ja, der wird gerade beim Looten gewesen sein. Ja. Du hörst ja, wie du an die rankommst. Ja, natürlich war das. Ja. Sehr logisch. Ich weiß ein Trick, dass du den anderen Spieler genau. Das sieht aus, Alter, ob der jemanden wartet in der Leiche. Okay, da ist bestimmt mit der OP-SKS erschossen. Na, warte mal, die nehme ich dann mal mit. Nee, das war 9x19 AP. Also hat er dich mit der erschossen. Ja, mit der MP5. Nehme ich bis schnell dein Gelumpe. Oh, Alter, geh an den Fuß. Warte mal, war denn der jetzt die Weste? Die wird er mitgebracht haben, so wie ich, zum Looten. Oh, push. Psst. Nee, zwei. Mit. Fuck. Ich mach mal weg, ja. Der andere war da drüben.
Pisser. Eben mein Loot klauen, Alter. Jetzt mal langsam. Was? Dein Arm. Ja, ja. Dreckwitscher, Alter. Da geht der nächste Pumpe, Alter. Das glaube ich dir. Schön looten lassen, von wegen mein Lootklauen, Alter. Von wegen, haben die wirklich gelootet? Ich dachte, er, die klar. Haben sich Dings ja, gemacht. Ja, warte mal, Micha, nicht, dass da noch einer irgendwo ist. Angehört, als hätte er ihn jetzt in den Rucksack weggeschmissen, ne? Ja. Muss ja vorne dann, wenn dann irgendwo liegen. Hat das geraschelt. Oh, hinten vorne. Das hat ihn ganz schön irre gemacht. Hey, der hat schon ihn weggemacht. Oder? Der wurde andere wurde von Skeptik, man weiß nicht. Ah, die Kopfhörer sind wirklich gut. Kannst sagen, was du willst. Warte mal, das war dein Zeug jetzt, Steffen. Ja, boah, dein Zeug. Schmeiß das mal das weg. Die Weste war nicht von dir, ne? Ne, du hattest eine Korund. Nein, die war die nee, andere. War nicht meine. Die TV hat der andere mit dem Trizept dabei gehabt, aus dem Grund, damit er besser liegen kann, so wie ich das mal mache, wenn ich stärker bin. Dreier, Papa Bär. Scheißegal, ob das ein Dreier war, es wird mitgenommen, das juckt mich nie, aber. Du Level 3er bist, das macht auch keiner mehr. Ich hab das lange genug gemacht. Die werden sich zwischendurch geheilt haben. Jetzt können sie behalten, ja. Er ist schon voll? Nö. ET, den Mist spiele ich schon gar nicht mehr. Aber als Reserve nehmen wir sie mal mit. So. Also, was hab ich jetzt noch mit? Scheiße, wo hab ich den anderen umgelegt? Weiter. Müssen wir mal gucken. Da muss hier irgendwo liegen. Ja, da ist ein bisschen. Ja. Na, von wegen die Waffe klauen, Alter. Dein Loot. Ja, warte mal. Nee, die hat er von dem anderen Typen. Ach so. Das ist von dem, den ich weggerotzt hab. Aber die ist eh runter. Die ist eh. Ist nicht wert. Der will Elver. Ding ist voll. Da muss das Iska genau, du schmeißt den Film weg. Scheiß, bauen wir hier drauf. Ja, der hat selbst die taktische von dem genommen. Ja, weil du nicht fertig warst mit Looten. Deswegen. Aber wie gesagt, ich musste da weg, das ging ja anders. Ja, ja, es waren 2 gegen 1, wie vorhin die Scheißsituation. Mach doch die in den Hosentaschen, die Granaten. So. So, jetzt sind ja wieder 3er weg. No. Da ist noch ein Eistee, den kannst du auch mitnehmen. Aber die waren schon mal. Ja? Die Sau, Alter. Von wegen mein Loot klauen. Du kleinen kannst du so vergeweibt oder was?
So eine Art. Die Brille kannst du unten reinpacken. In den halt. Oh, Alter, ist schon wieder voll oder was? Oh. Die TVT 110 Scheiße, hat noch Euro her. So. Ich würde deine Brille wegschmeißen und seine nehmen. Hast du wieder recht, siehst du? Warum mache ich denn das nie? Da oben, nicht die. Der meint die andere. Ach so. Ja, stimmt, da war irgendwas. So. Nur Scheiße drin hier. Das ist ein Erzähler. Ich würde eh keinen Schuss aushalten. Könnte ich das Loot klauen. Aber hier war nichts, jetzt nichts von dir dabei, Steffen, oder? Deine Waffe hatte ich ja? Mit dem Zeug ist es nicht von mir. Gelootet habe ich nicht. Ich war ganz normal ausgerüstet und leer. Der scheiß Russen, Alter, erschrecken die mich. Was, scheiß Russen? Wie jetzt? Hm, sind wieder heimgekommen. Ach so, die Skeffis. Ja, Alter, mit seinem Müll, Alter. Are you nuts? What the hell? Kompletten Aktsch gemacht, die Sau, Alter. Es kann nicht wahr sein, Alter. Die Reisschüsse ist so nicht wert. So, was hat Steffen noch? Die Korinth haben sie nicht mitgenommen, ne? Die ist noch ganz. Der hat einen Headshot verpasst, da vorne. Okay. Ich hab noch alles, oder nicht? Nö. Boah. Was hast du für Munition drin, BS oder was? Die hatte ich als Reserve mit. Die Magazine sind gar nicht drin. Außer in dem braunen, dort ist der BS drin. Schwarze sind alle voll mit, egal nicht. Die Weste schmeißt schon mal weg. Ich weiß nicht, warum der andere Typ dort vorhin rumgesprungen ist. Der hat doch keinen Rucksack weggeschmissen. Hast du angehört, ne? Wie, war weggeschmissen, ja. Aufgenommen, weggeschmissen, aufgenommen. Ah, brauchst du gar nicht mehr gucken. So, warte mal. Das sind jetzt insgesamt, wir haben jetzt 6er, mit mir sind 7er. 53er? Ja, da war von... Wann hab ich denn den 53er weggemacht? Einer von den 2 muss das ja dann gewesen sein. Nee, der eine war 3 und der andere war 11. Ach, der 50er war unten am Dings. So, pass auf. Ja. Mit mir sind 7er. Dann noch die anderen 2 sind 9er. Also die der eine gekillt hat. Da brauch ich gar nicht mehr hinrennen. Das ist echt. Ach, das war mein Rucksack. Puh. Oh. Oh, ich hab 60 Kilo, ich brauche eigentlich nicht mehr zum Leveln. Ist die gesehen nicht wert. Die runtergewichste Brille ist auch nicht wert. Ja, das passt. Das geht erstmal ein Stück. Ja, warte mal, war das die SKS von dem Typen? Hatte der nicht ein anderes Scope drauf? Oder gehört, oder die gehörten zusammen? Boah. Nee, das kommt schon hin. Okay.
wenn man könnte zwar genau oben, wo die waren, aber das. Du siehst ja, manchmal ist es wirklich besser, die Worte sagen, was passiert. Ich hätte es aber auf eine Art machen können, dass ich wirklich, wo der gelootet hat, die Granate hinschmeißen irgendwie. Aber du siehst ja, die treffen wir irgendwie nicht. Diese scheiß Granatenkills. Der eine war hinten in der Ecke, schmeißt Granate hin, passiert nichts. Dann kommt der eine vor, rennt von der Granate weg, passiert auch nichts, müsst schon wegrotzen. Der 995er Munition, gut. M4. Ja, das ist eigentlich. Das kannst du gleichsetzen mit Igolnik für der AK. Nur dass die M4 200 Schuss die Minute mehr macht. Also bis vor kurzem wurde 995 noch der beste Munition. Ordentlich panzerbrechend. Was sagst du? Jetzt nicht mehr, ne. Das stimmt. Also ich muss wirklich sagen, auf EU, dort habe ich meistens eigentlich nur einen killen können und der andere hat mich gekillt, also... Weil du hast halt übelst reingeplatzt in die... Die Buckeln kommen nicht an oder was, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich die in der Weste hatte. Vorhin. Ach, die hat es so im Stash gefunden. Welche Weste? Diese eine graue, die noch in meinem Rucksack war. Langsam Booster. Scheiße, ich jetzt auf die Scaverino, sind die ganzen Shit da. Scaverinos, scheiße, Schätze. Nicht drauf scheiße. Ja, warum nie? Die sind doch scheiße. Dann bringen die nur wieder scheiße mit. Dann bringst du doch so oder so schon die ganze Zeit. Ja, wenn du die auch provozierst und anscheißt die ganze Zeit lang. Naja. Ach, gestern lief's auch gut. Morflo, das war eigentlich nicht leicht. Den Zorn. Danke, gut. Die Gegner sind wenigstens auch umgefallen. Ja. Ich hab mit Steffen mal rausgefunden, wenn du dir durchschießen kannst du nicht. Also wenn du dich hinlegst, bist du auf jeden Fall sicher. An der Barrikade. Du kannst schreien, theoretisch sogar dahinter hocken. Dann kommst du nicht durch. Ne? Bei mir haben das nämlich mal gesehen. Steffen guckte und sagt, das Auto ist grün.
Also es leuchtet grün halt, machen gerade welche raus. Und da haben wir halt hinter geguckt, dann haben wir so rumrennen sehen. Okay, ein ancient Scav gekillt. Da bin ich sogar in der Mitte von der Straße, auf der Grasinsel, bin ich gehockt und hab die ganze